Hallo, guten Tag, ich begrüße euch zu meiner heutigen Tour 3. Es ist keine Wanderung, sondern ein Erlebnistag soll es werden. Ein paar Abenteuer sind geplant und vor allen Dingen als Höhepunkt geht es hier, da oben seht ihr das, hier die, da über diese Brücke. Da will ich mal drüber gehen, mehr Informationen gibt es dann. Ja, und dann haben wir oben noch ein Schloss, da oben sieht man auch, ne? Da gehen wir was essen. Schöner Ausflug, werden schöne Stunden. Viel Spaß, kommt mit, geht los. Der Höhepunkt ohne Zweifel ist diese Hängebrücke. Tja, ich gebe mir Mühe, hier drüber zu gehen. Ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht. Vorher müssen wir aber erstmal noch dort hoch. Schon faszinierend, das Ding, ne? Die das hingezaubert haben. Tja, das ist jetzt hier die Talstation. Hochkommen zur Burg da oben, zur Ehrenburg, müssen wir hier hoch. Mit der Bahn fahren. Da oben sind Sie erkennen die Ehrenburg, die Burgruine, die wir uns auch ein bisschen angucken wollen. So, da kommt die Bahn. Oder der Wagen, ganz komisches Ding. Fährt hier auf Schienen mit Gegengewicht. Bitte während der Fahrt an den Haltestangen oder Schlaufen festhalten. Please hold on to the handrails or loops whilst the lift is in motion. Von der Haltestelle Hornberg aus erreichen Sie die Highline 179, die Burgruine Ehrenberg mit wunderbarem Blick auf den Reutener Talkessel sowie die Ausstellung im Hornberg. Also nur in die Brücke. Und sie wackelt. Oh wei, oh wei, oh wei. Leute, wisst ihr, wie das wackelt, das Ding? Ich stehe jetzt hier drauf. Das wackelt. Wirklich extrem. Oh. Nee. Wahnsinn. Also. Naja. Ich versuche noch ein Stückchen zu gehen. Das ist einfach extrem. Ich glaube, das schaffe ich nicht bis rüber. Das Stück. Ja.
Noch mal einen Rundblick jetzt sozusagen vom großen Eingangsportal mit dem separaten Eingang da zur Hängebrücke. Ich muss sagen, Leute, die wackelt wirklich richtig extrem. Schön ist es, ne? Na gut. Ist nicht die Höhe, das ist mal Ding. Gucken wir uns mal noch ein bisschen die alte Burg an. Wir gehen logischerweise mit dem äußeren Tor. Zwischen 16:29 und 16:32 verstärkte man die dem Schlossange zugewandte Torfront durch ein zweitgeteiltes Vorwerk. Eieiei. Leute, ganz schön anstrengend wieder hier, die Ehrenberg, die Burg zu beklimmen, naja. Ist so zu sehen, der Segelflieger? Ja, ne, jetzt kommt er. So, Gefahr der herabstürzende Mare ist jetzt klar, ne, denn wie die Dinger hier noch bloß noch dastehen, wir gehen trotzdem mal hoch. Ein fantastischer Blick runter ins Tal. Jetzt gucken wir mal hier auf die Gemeinde, die hier ist. Das ist die Gemeinde Reutte. Und was man hier sieht in der Mitte, was hier so durchs Bild läuft, das ist die Lesch. So, jetzt gucken wir noch mal hier rüber und hoffen, dass wir den Flegelflieger noch mal treffen. So haben wir hier nochmal den Segelflieger. Soll ich dir helfen? So, hier haben wir nun den Falkenturm. Gucken wir uns das nochmal an, die Burg. Wir haben ja einen sehr guten Blick auf das Krankenhaus. Die Lesch. Mit der Leschbrücke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten.
Hier ist die Löschbrücke. Nochmal ein Blick hier auf diese Bundesstraße, auf diese Passstraße. Ja, und dann wagen wir nochmal einen allerletzten Blick auf die Hängebrücke. Abschluss unseres heutigen Tages werde ich euch noch ein bisschen mit schönen Bildern aus dem Auto raus beglücken. Hier vorne kommt jetzt ein Tunnel, der ist über 3 Kilometer lang. Also, es geht los, wir fahren durch. Noch ein paar Bilder aus dem Auto direkt heraus. Bekommt man ja sonst eigentlich gar nicht so schön zu sehen, diese Berge. Es öffnet sich hier gleich nochmal ein wunderschönes Bild. Wenn wir jetzt hier gleich den Berg runterfahren, haben wir hier ein wunderbares Bild. Jetzt sehen wir noch komplett die großen Berge. Wir sind jetzt in Frohnhausen. So, bevor wir jetzt gleich rechts Richtung Innsbruck abbiegen, müssen noch mal hier einen Blick. Die kleine Kapelle. Und jetzt geht's ab nach rechts Richtung Autobahn.